Die Schomberger Dorfmusikanten beschäftigen sich hauptsächlich mit traditioneller ungarischer Musik. Für die Platzkonzerte haben sie auch solche Stücke für das Publikum vorbereitet. Erfreulicherweise besuchten an diesem Wochenende viele Menschen ihr Konzert. Die Schomberger Dorfmusikanten, die Blaskapelle, wurde in 2003 gegründet. Also wir haben voriges Jahr unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben in den 20 Jahren sehr viele Musikstücke einstudiert. Wir waren auf sehr vielen Plätzen in In- und Ausland. Wir waren mehrmals in Österreich, in Südtirol. Und wir spielen immer in der Gegend, wo immer ein Fest oder eine Veranstaltung ist. Wir gehen sehr gerne dahin. Die Kapelle, die seit 20 Jahren besteht, versucht neben den traditionellen Stücken auch neue zu lernen, da es sich festgestellt hat, dass die neuen Stücke das Publikum vielleicht besser ansprechen, so Jeanette Blum, Mitglied der Blaskapelle. Wir spielen ungarische Polkas und Walzer, Ländler, aber wir spielen auch böhmisch-mährische Stücke. Das ist unser Hauptprofil zurzeit, denn da gibt es viel größeren Palette von Stücken, was man spielen kann. Mehr Bravourstücke sind da drin und heutzutage braucht man die mehr auf einer Bühne. Es ist besser für das Publikum. Die ungarischen Stücke sind auch sehr schön, aber man muss ein bisschen auch für das Publikum spielen. Das Orchester besteht hauptsächlich aus jungen Leuten, die sich um das volkstümliche Erbe der Ungarndeutschen kümmern. Seit der Gründung hat das Ensemble zahlreiche Erfolge gefeiert. Im Januar standen sie auch bei der Landesgala der Ungarndeutschen im Kongresszentrum in Budapest auf der Bühne. Wir waren mehrmals beim Wettbewerb des Landesrates. Wir haben mehrmals Gold mit Auszeichnung und Gold bekommen. Und voriges Jahr gab es da auch einen Wettbewerb. Da sind wir zur Landesfinale gekommen und da haben wir haben zwar keinen Gold oder ersten Platz bekommen, aber wir haben die Möglichkeit bekommen, beim Landesgala in Budapest zu spielen im Januar. Und das war uns eine sehr große Ehre, da mitzuspielen. Die Blaskapelle ist bereits mehrmals im Ausland aufgetreten. Zu ihren zukünftigen Plänen gehören die weitere Förderung und Verjüngung des Orchesters. Die fast 30-köpfige Kapelle spielt gerne auf Dorffesten und Veranstaltungen und sie hat auch die Anfragen für die Platzkonzerte gerne angenommen. Wir möchten weiterhin unser Repertoire erweitern im ungarndeutschen Bereich und im im böhmisch-mährischen Bereich. Wir möchten ein bisschen mehr nach Deutschland oder Österreich Auftritte haben, dahin gehen. Aber wir möchten zuerst, dass die Kapelle bleibt und so weitergeht, so in so einer guten Laune weiter existiert. Für junge Menschen ist es von größer Bedeutung, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein. Jeanette Blum sagte, dass sich die Mitglieder des Orchesters nicht nur bei den Proben treffen, sondern auch andere gemeinsame Aktivitäten organisieren. Ihrer Meinung nach ist das sehr wichtig. Es ist eine sehr gute Gemeinschaft. Wir verbringen Zeit nicht nur bei den Proben und bei den Auftritten. Wir gehen gemeinsam Urlaub machen, wir gehen gemeinsam feiern und das ist eine sehr schöne Sache, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen können. Das Lena Haus und die Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen erwartet auch den ganzen August über im Rahmen der Platzkonzerte das Publikum. Jeden Sonntag können die Interessenten eine andere ungarische Blaskapelle kennenlernen. Die Organisatoren möchten diese Tradition auch in den kommenden Jahren fortsetzen.